Hallo und herzlich willkommen bei Soforst. Ich zeige euch heute mal, was es für Möglichkeiten gibt im Crafting-Bereich, beziehungsweise wie man seine Waffe upgradet und was es dort für Möglichkeiten gibt, um diese zu verbessern. Fangen wir mal ganz einfach an mit der stinknormalen Steinaxt, die man sich aus einem Stock, einem Stein und einem Seil zusammencraftet. Das wäre dann diese hier. Im Schadensbereich, naja, sie geht besser als die Flugaxt auf allemal. Dann geht es weiter mit einem stinknormalen Molotow-Cocktail aus einem Stück Stoff und einer Flasche. Dann hätten wir die Zeitbombe aus einer sogenannten Leiterplatte, die findet man im Flugzeug oder so. Dann die Coins, die sind am Strand zu finden, eine Uhr, deswegen Zeitbombe und eine Flasche. Das wäre dann die Zeitbombe. Das Ganze kann man modifizieren, indem man da jetzt eine Kopfbombe draus bastelt und einen normalen Kopf von so einem Kannibal nimmt und die beides zusammenhängt. Dann wirft man praktisch oder kann man so einen Kopf durch die Gegend werfen. Auch nicht schlecht mit einer Bombe dran. So, dann geht's weiter mit einer Fackel. Dafür brauchen wir einen upgradeten Stick, den wir irgendwo finden, den es zu finden gibt, und ein Stückchen Stoff. Das Ganze wird dann zur Fackel. Die können wir nehmen und anzünden. Und dann haben wir Licht und können dann halt in Höhlen oder in der Nacht dann forschen. Dann geht's weiter mit Medizin. Da hätten wir einmal die Aloe Vera und nein, das war's nicht. Dieser Marigold. Das wäre sogenannte Medizin. Die können wir benutzen, um, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeinen Schaden erlitten haben in diesem roten Balken, dass wir dann unser Gesundheitsfeld auffüllen. Dasselbe wäre dann noch mit den anderen beiden, mit dieser Chrome Flower und Shikabara, keine Ahnung, zu einem Energy Mix aufgebaut. Kann ja mal essen. So, und dann wurde unten rechts meine Energie aufgefüllt. Jetzt kann ich wieder rennen, etc. Alles sowas. Dann hätten wir als nächstes Pfeile. Da brauchen wir einfach nur einen Stock und 5 Federn. 2, 3, 4, 5. Und daraus kommen dann aber auch 5 Pfeile, die man dann mit einem Bogen verschießen kann. So. Als nächstes können wir mal so einen Pfeil nehmen und daraus einen Feuerpfeil bauen. Mit einem Pfeil und einer stinknormalen Flasche. Ja, und dieser brennt dann halt beim Abschießen. Dann hätten wir den Bogen, den wir logischerweise erstmal brauchen, aus einem Stock, einem Stückchen Stoff und einem Seil, aber ich kann ihn halt nicht craften, weil ich schon einen habe, der dann hier oben am Rucksack steht und der sieht dann so aus, ziemlich lustig. Dann hätten wir als nächstes die Schädelkeule, indem wir einen Stock nehmen und einen Schädel und den ganzen Zimmer Schädelkeule craften. Der ist ganz unten links, leicht zu übersehen. Macht ordentlich Schaden, blockt gut, aber ist halt sehr, sehr, sehr langsam. Als nächstes den Energy Drink, den haben wir schon, ja, verbraucht, entschuldigt mich. Dann eine Haftbombe. Wir nehmen wieder eine Bombe. Die bauen wir uns ganz, ganz fix. Ganz fix mit einer Flasche.
einer Leiterplatte, Coins und eine Uhr. Na, sehr schön. Und das Ganze verbinden wir jetzt mit Baumharz. Und das ist eine Haftbombe, die könnt ihr irgendwo dranhängen und dann tickt die runter und explodiert. Die haftet, wie der Name schon sagt. Danach hätten wir einen Kaninchenfellbeutel. Dafür braucht ihr zweimal Kaninchenfell. Auch das kann ich wieder nicht craften, weil ich den schon hier oben habe. Und damit kann ich dann verschiedene Beeren einsammeln. Normalerweise erscheint ja das S-Symbol, wenn ich an irgendeinen Strauch gehe. Und in diesem Fall kommt dann das Einsammelsymbol und die erscheinen dann hier unten drunter. Dann hätten wir als nächstes den Tornanzug. Dafür bräuchten wir 15 Blätter. So. Und von den Lizards die Haut. Also man muss die praktisch schlachten und dann nimmt man erst die Haut und dann das Fleisch auf und die Haut liegt da drüben. Und da fehlen noch Blätter, stelle ich gerade fest. So. Und unten rechts könnt ihr den gelben Balken verfolgen, wo wie groß oder wie viel Rüstung ihr gerade habt. Und die zieht sich halt zuerst ab, wenn ihr angegriffen wird, bevor eure Lebensenergie sinkt. Die ganze ist jetzt unsichtbar, liegt hier unten rechts neben dem Rehfell. Die können wir dann, oh, jetzt habe ich sie ausgewählt, nicht auswählen, anziehen, steht ja da. Erstens bin ich jetzt unsichtbar für die Kannibalen und zweitens füllt meine Rüstung auf. Ich kann aber auch die Lizard-Haut gleich anziehen. Auch das füllt meine Rüstung auf. Dann finde ich ganz lustig verschiedene Farben. Die blaue Farbe zum Beispiel, zwei Blaubeeren und ein Stückchen Harz. Kommt zu einem Farbklumpen. Oder orangene Beeren mit zwei Twinberries und ein Stückchen Harz. Warum das auch immer gerade nicht geht. Wer weiß, da erkundige ich mich nochmal. Und dann werde ich euch das unter die Kommentare schreiben. Unter mein Video schreiben. Dann hätten wir noch den Wasserbeutel. Was wir mit der Farbe machen können, erzähle ich euch gleich. Erstmal den Wasserbeutel. So, Entschuldigung. Da benötigt ihr zwei Rehfelle und ein Seil. Los. Und dafür könnt ihr euch so einen Wasserbeutel zusammen machen, den ihr dann, wenn ihr weite Reisen habt oder so, ihr wollt nicht gerade das dreckige Wasser aus irgendwelchen Quellen trinken, könnt ihr hier Wasser mit euch rumführen. Dann hätten wir noch ein Stück Seil. Seile sind ja in Dörfern von Einwohnern oder in Höhlen zu finden. Könnt ihr euch aber auch selber craften, indem ihr einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stückchen Seile hier vorne hinlegt und zu einem Seil craftet. Dann hätten wir den verbesserten Speer. Da bräuchten wir so einen schwachen Speer. Den finden wir in irgendwelchen kleinen Sümpfen. Steckt da irgendwo drin. Einsammeln dann. Dann zwei Stückchen Stoff hier oben und drei Knochen. Meine Güte. Aber ich habe leider keine drei Knochen. Ich habe ewig danach gesucht. Findet ihr eigentlich unter anderem in Höhlen, aber ich habe keine gefunden. Ja, das war's so viel zum Craften. Und dann können wir noch die Waffen aufwerten, indem wir eine Axt nehmen. Ich nehme immer die hier. Ist ja eigentlich die stärkste, die ihr in einem Hauptdorf auf dieser Insel findet. Die verbindet ihr einfach mit einem Baumsamen und einem Zahn. Den Zahn findet ihr, den bekommt ihr, wenn ihr Ureinwohner
tötet und somit beim Tötungsprozess fällt dieser Zahn davon aus, ja. So, jetzt ist die mit einem Zahn ausgerüstet, das heißt, die Schadenspunkte steigen um 0,33 oder sie erhält 0,33 Schadenspunkte. Allerdings wird die Geschwindigkeit dabei reduziert. Die Geschwindigkeit erhöhen können wir, indem wir eine Feder nehmen. Mit dieser Axt oder beliebigen Waffe, ihr könnt ja nehmen, was ihr wollt, wieder einen Baumsamen und dann wurde die schneller gemacht. Das ist nur unwesentlich schneller, aber wenn man das halt öfter macht, dann kommt auch was zusammen. Also man kann eine Waffe auch mehrmals mit einem solchen Upgrade versehen. Hier zum Beispiel noch eine Feder. Insgesamt glaube ich 40 Mal. Also 40 Upgrades kann eine Waffe haben. Und so. Dann als nächstes hätten wir eine beliebige Waffe. Warum packe ich jetzt meine Axt weg? Und die versehen wir mit einem Stückchen Stoff. Das Ganze verbinden wir. Na, und dann wirkt das wie eine Fackel. Ihr tragt die praktisch. Ich zeig's euch mal kurz. Na. Könnt die auch anzünden. Und dann habt ihr praktisch, das hält nicht ewig, aber es reicht, um erstmal ein bisschen Licht zu erzeugen. Und wenn ihr damit Ureinwohner trifft, erhalten die einen Feuerschaden. Ganz praktisch, dann verbrennen die teilweise oder der Schaden allgemein ist höher. Und sowas halt. Dann komme ich mal kurz zu den Farben. Das ist, finde ich, ziemlich lustig gemacht. Da können wir zum Beispiel irgendeine Waffe nehmen. Oder was heißt lustig, aber ja, können die mit Farbe versehen. Und das kombinieren, dann ist unsere Waffe blau. Hat jetzt keinen Effekt, außer dass sie blau ist und abgegradet heißt. Aber naja, dasselbe geht auch mit einem Stein. Da haben wir einen blauen Stein. Glückwunsch. Dasselbe könnt ihr auch noch mit orangener Farbe machen. Wie gesagt, mit diesen Twin Berries. Aber irgendwie hat das bei mir nicht funktioniert. Weiß ich nicht warum, ich erkundige mich da nochmal. Und zu guter Letzt hätten wir wieder eine Waffe. Na. Dann wieder einen Baumharz. Und eine Flasche. Und da seht ihr ja hier oben Glassplitter. Das steigert den Schaden enorm. Senkt aber auch die Geschwindigkeit enorm. Also man muss immer schauen, was geht man ein, für welche Kosten. So, ja, das war's soweit hier zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Tipps oder irgendwas gefunden habt, was man craften kann, was ich jetzt nicht hier reingeschrieben habe oder euch erzählt habe, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und viel Spaß, bis zum nächsten Mal.